herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Ja, wir sind in Episode 12. Ganz kurz nachgedacht. Immer noch in Sittingen. Und ja, wir fahren immer noch die 601 weiter. Ich habe jetzt gerade die Minute gewartet und wir sind jetzt wieder pünktlich auf die Minute. Und können weiterfahren in Richtung Heckenweg. Nächste Haltestelle, Heckenweg. Ganz genau, so sieht's aus. Ja, immer noch im Citaro Viertürer. Auf der Map Sittingen, links in der Beschreibung, seit wann dürfen Autos auf der Straßenbahnspur fahren? OMSI hat immer noch ein paar verdammte Bugs. Ich hasse das. Naja. Ja. Weiter geht's hier. Hier ist der Heckenweg schon. Da kommen die Leute auch. Türen aufmachen. Ja. Ich habe immer noch keine Gesprächsthemen. ja, schreibt einfach was in die Kommentare, was ihr hören wollt. Ich habe gerade eben nachgeguckt, Slender LP kommt. Ich habe es schon runtergeladen. Slender Mansion ist kostenlos, glaube ich, auf Chip verfügbar. Zumindest habe ich es da gesehen. Ja, gibt es dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen irgendwann. Das muss ich nur dran denken, später abends aufzunehmen. Weil sonst macht das keinen Spaß. Ja, so, und ich muss mal gerade hier im Hintergrund wieder... Läuft ja. Wird mal was wärmer hier. So. Gerade ein Heizlüfter, weil hier oben ist es wieder kalt. Ja. Jo, hier geht's weiter in Richtung Sittingen mit einem riesen Mega-Lag. Scheiß OMSI. Hier ist die nächste Haltestelle. Oh. Nächste Haltestelle. Abaco-Straße. Abaco. So, das war aber richtig schön weich. Wer ist dieses Bunch? Den müsst ihr jetzt nicht verstehen, das ist ein kleiner Interner. So. Mit Vollgas in die Zukunft. Okay. Ja. 601 soll auf der Straßenbahnspur fahren, dann machen wir das doch mal. Weil wir hier, glaube ich, abbiegen müssen. Passt doch. Oh Gott. Ja, war knapp. Weh, du fährst hinten drauf. Fahren die da hinten drauf? Na, ist genug Platz. Damals gab es nämlich immer den Bug in OMSI, da war das noch Version 1.0000002. Da fuhren sie dem Gelenkbus immer hinten drauf, weil die Hitbox-Abfrage nicht richtig funktionierte. Okay, Blinker ist richtig an. So, können wir denn da vorne mal weiterfahren, ihr scheiß Taxifahrer? Ey, da stehen nur Taxifahrer. Ah, gut, einer nicht. Trotzdem, nur Taxifahrer. Komm schon. Ich bin jetzt genau pünktlich. Du check so, und jetzt Fahrt bitte alle. Ich muss dann noch durch die Grünphase kommen, weil sonst habe ich ganz eindeutig Verspätung. Hey! Wenn ich das mache, kriege ich Ärger. So, der wäre lieber gelb. Ja, genau, stirb. Sie ist gerade gestorben, während der Aussprache. Warum? Warum ist jetzt meine Elektronik ausgefallen? Ah, okay. Ich könnte kotzen. Bleib ich jetzt ernsthaft daran hängen? Jetzt pack doch durch. Jetzt ist die Elektronik wieder ausgefallen. So, da haben wir sie wieder. Nächste Haltestelle, Bernstraße. Ups, oder? Ganz leicht aufgefahren. Ah, hier ist er schon. Ist auch ganz nett gemacht hier mit den Baustellen, dass man halt ein bisschen weit engere Positionen hat, wo man mal halten muss, beziehungsweise durchfahren muss. Ja, dann steigt doch alle aus, dann kann ich wenigstens wieder rasen. Beeilt euch wenigstens. Ich liebe diese Geräusche. So, Nächste Haltestelle, Bahnhofstraße. So, das ist schon recht nah am ZOB. Ist eigentlich so ziemlich um die Ecke. Ich kenne mich ja hier mittlerweile ein wenig was aus und scheiße ist es hier eng.
Aber das liebe ich ja an dieser Map. Übrigens, wenn ihr noch andere Maps habt, die wir danach spielen können, runter in die Kommentare damit. Ich brauche Stoff. Nachschub. Ja, ich gucke mich auch selber nochmal um. Die Omnibusforen leben ja jetzt zum Glück endlich wieder. Ich bin gerade perfekt um diese Kurve gefahren. Und wenn ich Leute hinten drin habe, dann kracht es. Normalerweise. Okay. Hinten die geht gar nicht auf, also will keiner raus. Das ist gut. Und weiter geht's. So, da hinten müssen wir rechts abbiegen. Rechts. Nächste Haltestelle. Bahnhofstraße. Die ist doch grün! Das hat keiner gesehen. Keiner kann es beweisen. Okay, ja, in Richtung, was ist da hinten? Ist das Bahnhofstraße? Nee, hä? Das ist doch nicht Bahnhofstraße. Bahnhofstraße waren wir doch gerade. Hä? Ich bin verwirrt. Bahnhofstraße, doch. Einer will raus. Schön sauber in die Parkbucht einlenken. Ah, oh, schön, oder? Ist das nicht wunderschön? Vor allem hier auch, wie die Schilder so beschmiert sind. Ich finde das cool. Cooles kleines Additiones. So. Einmal rausfahren, bitte. Es ist zu wenig los. Ich glaube, ich habe den Verkehr wieder zu weit runtergeschraubt. Muss ich nochmal gucken. So, und hier sollte jetzt der ZOB kommen. Nächste Haltestelle zur Sittingen. So, und ich überlege gerade, ob wir die Strecke auch noch zurückfahren sollen. Uiuiuiui. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon, wir fahren die noch zurück. Das kann ich jetzt gleich noch schnell machen. Nehme ich 3 Episoden auf, dann passt das. Nachdem wir jetzt täglich rausgehen, ist es auch angenehmer, das zu machen, weil man hat immer das Gefühl, wenn man eine Videodatei 3 Tage auf der Platte hatte, dass man dann so denkt, das ist jetzt langsam so ein bisschen lange her. Soll man die überhaupt noch raustun oder löscht man so und gibt es wieder? Das habe ich zum Beispiel mit der Schneefahrt gemacht. Die war erstens scheiße, zweitens total unnötig und total von mir total übertrieben. Deswegen habe ich sie dann gelöscht und habe mit Sittingen angefangen. Aber das kommt irgendwann noch. Ja. Wenn ihr hier die Ampel mal auf grün springen könnt, dann könnten wir auch fortfahren. Ja. Gut, jetzt immer wieder genau pünktlich. Okay, ja, die habe ich dann gelöscht, die Folge, weil sie einfach total veraltet war. Und ja, deswegen nehme ich auch mittlerweile nur noch ungerne so lange über weite Strecken auf, weil ich halt nicht 2 Videos pro Tag hochladen kann. Ist halt so. Wenn wir schnelleres Internet kriegen, vielleicht. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich bin jetzt noch hier im Einwochentest, das mal auszuprobieren, wie das denn geht mit täglich hochladen. Schön sauber einlenken, weil sonst beschweren die sich ja wieder. Und dann müssen wir nur noch Leute wegbringen. So, und hier kann man ein bisschen was schneiden, sonst kommt man da hinten nämlich nicht ganz rum. So, 661 müsste hier die... Fuck. Erste sein? 661. Ich lasse jetzt trotzdem hier raus. Das müsste eigentlich theoretisch von der Hitbox-Abfrage trotzdem funktionieren, weil der Bus hinten noch drinnen steht. Meine ich doch. So, den Fahrplan können wir jetzt leider nicht sehen, aber hier steht überall okay, also war ich überall pünktlich. Passt doch alles. So, dann Türen wieder zu. Okay. Und jetzt fahren wir natürlich noch in die andere Richtung. Dafür drücke ich jetzt hier nochmal drauf und dann springt die Matrix automatisch auf Reimersweg. Das ist das Klacken, was man gerade hört. Und Leute sollten dann gleich einsteigen. Ich muss jetzt nur gucken, wo die Anfahrt dafür ist. Also wo die erste Haltestelle für Reimersweg ist. Ich glaube, die ist aber hier. Wir haben ja noch 4 Minuten Zeit. Die Folge ist ja lange noch nicht vorbei. So, ZOB Sitting 661 ist genau hier. Da kommen sie auch schon alle angedackelt. Wir stehen. Okay, dann hinten alles aufmachen. Alle wollen rein. Dübel, 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 dübel.
Miep, miep. So, sind alle drin. Dann können wir hier 2 Minuten vorstellen. Können vorne die Tür zumachen. Und will noch einer rein? Fettsack noch rein? Nein. Und los geht's. Alle Linien in die Richtung. Schon geht's weiter mit der nächsten Linie vor allen Dingen. So, einmal hier runter, weil hier ist die... nee, hier runter nicht, das ist der Parkplatz. Da sollte ich nicht runterfahren, das ist, glaube ich, nicht ganz so gesund. Ich habe heute irgendwie extrem trockene Lippen. Weiß nicht warum. So, na, Blinker. Wenn ich hier mit ein bisschen Realismus fahren, das Omsi nämlich alleine nicht bietet, dann muss ich das alles ausgleichen. Und es wird gerade warm im Zimmer, es tut mir leid. So. Hier wieder links raus. Links. Und schön vorsichtig irgendwo auffahren. Hier ist ja Busspur. Muss ich jetzt hier ernsthaft warten? Dürfen Busse eigentlich auf eine andere Spur fahren, wenn da eine Busspur ist? Also dürfte ich jetzt hier auf die linke Spur drauf fahren? Obwohl das keine freigegebene Busspur ist, obwohl da eine Busspur ist. Ich weiß es nicht, deswegen frage ich ja. Vielleicht weiß das einer von euch. So, ganze Strecke zurück. Nächste Haltestelle, Bahnhofstraße. Upsala. Schön gerade halten, weil sonst gibt es Unfall. Hier ist die Ampel aus irgendeinem Grund auch noch aus. Also die Busfahrer bei uns fahren immer mit doppelter Geschwindigkeit, wie ich gerade, in die Haltebuchten ein. Wenn der einen rammen würde, würde man das auf keinen Fall überleben. Hallo. So, keiner will mehr rein, dann fahren wir weiter. Nächste Haltestelle, Bertholdstraße. Bertholdstraße. So, ich muss jetzt gucken, dass ich die Linie durchkriege, weil ich möchte nicht noch eine anfangen. Dafür habe ich jetzt genau 8 Minuten Zeit. Gehen wir jetzt mal ein bisschen was Gas hier. Hallo Polizei! Hallo! So, weiter geht's. Keiner gesehen. Gut, dann hier. Rechts in die nächste Haltebucht. Ich habe keine Zeit! Ich schaff das wahrscheinlich nicht. Dann muss ich nochmal eine... Fangen Sie die Tür an! Machen Sie bitte die Tür auf! Ich will hier raus! Extra Folge draus machen. Ja, super. Ja, da haben wir wieder den Shaky Bug. Den Shaky, Shaky Bug, 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 Bug. Oh Gott, bin ich bescheuert. Ja, Samstag doch mal geschafft reinzugehen. So, einmal anfahren. Anfahren für Blöde. Ich darf das, ich bin Bus. Ich habe einen Warnblinker, ich darf das. Ich bin deine Mutter, ich darf das. Ich darf das. Okay. So, hier. Ich muss noch drücken. Nächste Haltestelle, Wertstraße. Genau, da halten wir als nächstes. Ich glaube, ich muss noch eine 4. Episode aufnehmen. Mist. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte 2 aufnehmen, jetzt bin ich schon... Welcher bin ich jetzt? Ich bin in der 2., oder? Und dann? Muss ich 3 aufnehmen? Ja, ist doch egal. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich hab's jetzt vergessen. Ne, ich hab tatsächlich keinen Cut mehr gemacht. Ich bin in der 2. Ja. Ich bin ein wenig geistlich verwirrt, aber ist normal bei mir. Nächste Haltestelle, Abaco-Straße. Wir halten uns natürlich nicht dran. Ich hab jetzt nur ein ganz kleines Problem. Ja, genau das meinte ich. Ich hänge hinten an den Schildern dran. Ey, ihr Pisser! Oh. Aber so gerade hier. So, hier einmal quer wieder rüberziehen. Blinker wieder aus, Blinker wieder an. Nur Blinkergeschaltung hier. Meine Fresse.
Was zieht der denn wieder so? Der rutscht immer so gesamten einmal. Hallo. Zur Seite und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich glaube, das ist aber noch ein Bug in Omsi. Ich möchte da hinten noch jemand raus. Okay. Bim. Nächste Haltestelle. Heckenweg. So, hier darf ich nämlich raus auf die Straßenbahnspur ziehen. Nein, hier darf ich schneller fahren. Theoretisch. Ich fahre ja überall schnell. Dann wechseln wir nämlich wieder rüber und gehen ganz sachte in die Bremse. Tür auf! Hinten will keiner raus, dann machen wir hinten auch direkt wieder zu. Okay, weiter geht's. Einmal Blinker kurz rausgesetzt. Ultra-Realismus hier. Ich habe schon 2,8 Minuten Verspätung. Ich weiß jetzt nicht, wo die herkommen. Aber das schaffen wir. Nächste Haltestelle. Kreienbruch. Genau. Hier ist wieder die Pisspolizei. Pisspolizei. So. Ja, das war doch mal elegant hier. Bis jetzt habe ich auch noch keinen Unfall gebaut. Finde ich auch interessant. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Blieb, blieb. Der ganze Bus schreit immer nach einem. Fahr! Fahr! Jung! Was setzt ein Blinker so früh an? So. Der hat mich jetzt hinten ange... der Arsch. Der hat mich jetzt hinten angedötzt und ich war es jetzt wieder. Mann, da kann ich so kotzen. Nächste Haltestelle an den Kleingärten. Genau, da wollen wir hin. Düm, 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 düm. Komm, beschleunige mal ein bisschen hier. Komm, genau, schalt runter und gib Gas. So. An den Kleingärten haben wir schon durchgesagt. Blinker rechts, anbremsen. Scheiß Bulli! Volkswagen. Boah, ist der inkompetent. Wenn man ihn dann wegrammt, dann beschweren sie sich wieder. Meine Fresse. Jo, da hinten kommt in den Kleingärten. Weg, weg! Ah. So. Bleib stehen. Ich hätte nicht ein Königsbild. Nein, ich nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es hier hinter der Kamera weitergeht. Deswegen schalte ich jetzt auch direkt wieder zurück. So. Fällt gerade auf, ich bin ein wenig was schweigsam. Das ist aber ja normal bei mir. Weil ich anfange, mich zu konzentrieren. Wer hupt denn da schon wieder, ihr... Piep. Mahlzeit. Ja. Jo, hier ist Stazione. Hola, Stazionos. Tür auf. Hallo. 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 Bin ich da raus? Ich hab's gar nicht gesehen. Pech gehabt. So, hier wollen wir einmal rausfahren. Die Freiheit nehme ich mir jetzt auch. Mal drüber ziehen, damit wir hinten im Gelenk nicht anstoßen und ich muss mich kratzen. Mal wieder. Ja. Fail.
So, danke, dass du die Straße da hinten mal lädst. Und wir können mal wieder drücken. Nächste Haltestelle, Altenberg. Genau. Yeah. Er quält sich immer so ein bisschen. Oh, hier kommt ein Straßenschaden. Und eine scharfe Kurve. Da sollte man natürlich bremsen. Oh, hier kommt die Station. Die Station, Haltestelle. Ah. Ruckel. So, wie stehe ich denn drin? Boah. So, es wollte ja auch irgendeiner raus. Hallo. Haltestellenbremse, genau. Das fehlte. So, ich denke gerade irgendwie ein bisschen, ich versuche mich selber zu kommentieren, obwohl das eigentlich nicht bringt, weil ihr wollt ja halt bestimmt mithören. Ja. So, mal ein bisschen hier konzentrieren. Achtung steht da. Nächste Haltestelle, Braunstraße. Ganz genau. So sieht's aus. So, Vorfahrt gewähren. Ich habe Vorfahrt. Heißt das für Busse? Ganz bestimmt hoffentlich, glaube ich mal. Nicht? Ja. Da kommt die nächste Halte. Braunstraße. Ich muss auch immer auf die richtige Uhr gucken. Und ja, wir machen jetzt hier nochmal Unus, Duos, Pausus. Wir haben nämlich wieder die 20 Minuten erreicht und den Rest der Strecke fahre ich dann in der nächsten Episode zu Ende. Hier mache ich jetzt gerade noch die Türen auf. Wir haben 7 Minuten Verspätung. Okay, ihr werdet sehen, ob ich das nochmal aufholen kann in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt Themen, die ich ansprechen kann, in die Kommentare. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschö. Na, Mist. Irgendwas stimmt hier nicht. Wie wär's denn mit dem Knopf?